Hallo und herzlich willkommen endlich zum dritten Teil unseres Umbaus des deutschen Krokodils. Beim Teil 1 haben wir uns hier um den Motor gekümmert. Im Teil 2 ging es hier um den Einbau des ESU-Lokpiloten Version Nummer 5. Und dann kamen einfach ganz, ganz viele Fragen. Wann geht es denn nun endlich mit dem dritten Teil weiter, mit der Beleuchtung? Das kann doch nicht so schwer sein. Warum schafft ihr das nicht? Macht doch endlich das Video. Ja, langsam. Es gab da schon einige Hürden. A, die Zeit, die einfach ein bisschen gefehlt hat, weil ich habe Dinge bestellt, die ich mit euch dann gerne ausprobieren wollte bei der Beleuchtung. Dann hat es nicht funktioniert, dann waren die Lieferzeiten wieder relativ lang. Und da wollte ich einfach in der Zwischenzeit nicht einfach nur rumsitzen und warten, sondern wir haben andere Projekte angegangen und die mussten natürlich auch erstmal zu Ende gebracht werden. Dann haben festgestellt, dass was geliefert wurde, hat nicht funktioniert, also muss man was anderes bestellen. Wieder Lieferzeiten, ihr kennt das ja. So, aber jetzt ist das Video da, es freut mich ganz arg, aber dass ihr da am Ball geblieben seid und dass das Interesse offenbar sehr, sehr hoch ist. Das freut mich wirklich. Und ihr könnt euch darauf auch, ihr könnt eure Freude dann auch Ausdruck verleihen über Kommentare, Likes, Abos, Daumen hoch. Ihr kennt ja die ganze YouTube-Geschichte. Dass wir uns dann am Schluss alle zusammen über das Video freuen. Gut, was war der Plan? Ich sag's euch. Ich hatte am Anfang gedacht, wir machen es ganz einfach. Hier vorne sieht man ja, hier war die ursprüngliche Beleuchtung drin. Ein ganz einfaches Lichtleitermodul und dahinter saß ja, wir sehen es ja hier noch in der Lokomotive, die Glühbirne strahlt also hier diesen Lichtleiter an und dieser Lichtleiter sitzt quasi dann hier drin, hier sitzt er noch drin, ich erzähle auch gleich warum, den Lichtleiter an und diese Lichtleiter transportieren dann das Licht hier nach außen. Es sieht aus, als ob hier drei Glühbirnchen oder drei Glühlampen oder einfach drei Lampen in der Lokomotive sitzen würden. Das ist die Ausgangssituation. Gut, in der Zeit von heute macht man natürlich LEDs rein, gar keine Frage. Dann war aber doch wieder eine Frage, wollen wir nicht vielleicht einfach die Lampen, die hier drin sind, so haben, na, die Kamera fokussiert nicht, fokussiert auch, dass wir quasi auf die Lichtleiter hier verzichten und wir sitzen dafür hier warmweiße LEDs hinein. 3 mm müsste ja gut sein. Ja, dann 3 mm war halt nicht so gut. Und dann kam vorher noch aber der andere Gedanke, ich möchte vielleicht einfach einen Lok-Lichtwechsel haben mit Rot und Weiß. Das ist auch heute alles eigentlich kein Problem mehr. Eine Lokomotive kann ja vorwärts und rückwärts fahren und dadurch den Lichtwechsel machen. Es sei denn natürlich, es hängen dahinter Anhänger. Dann sieht es auch immer ein bisschen blöd aus, wenn die Lok nach hinten auf die Anhänger rot strahlt. Also, nichtsdestotrotz, man kann es ja vielleicht über den Decoder noch ausschalten. Wäre dann vielleicht ein bisschen aufwendiger alles geworden zu programmieren, aber es wäre ja irgendwie gegangen. Und jetzt mache ich mal auf meinen Handrücken. Dann haben wir solche LEDs hier gekauft. Die können warmweiß und rot. Haben eine gemeinsame Anode, also einen gemeinsamen Pluspol. Das ist der in der Mitte, ist bei Decodern wichtig, einen gemeinsamen Pluspol zu haben. Und über die Masse, über Minus, werden links und rechts dann die entsprechenden Farben geschaltet. Jetzt also bauen wir diese LED hier hinein und jetzt muss ich schauen, wie ich es mit der Kamera hinkriege und dass ich es euch noch zeigen kann, dass es nicht allzu blöd aussieht. Ich mache es erstmal kurz im Verborgenen. Und dann zeige ich euch, wie das Ergebnis ist. So, ich halte jetzt die LED. Oh Gott, dann drehe meinen Arm hier irgendwie um 360 Grad.
Ich halte hier die LED hinein. Ihr seht, dass es total blöd aussieht. Die LED hat einfach vorne einen zu kleinen Turm und der füllt einfach hier das große Loch der Lokomotive. Ihr habt es gar nicht gesehen, das füllt hier das große Loch der Lokomotive einfach nicht aus. Na, werde scharf, genau. Also das Loch hier ist viel, viel größer als dieses kleine Türmchen von der LED. Sieht blöde aus. Sieht richtig blöde aus. Also müssen wir den Lichtleiter hier wieder einbauen, weil nur er füllt natürlich jetzt das alles aus. Jetzt hätte man natürlich auch sagen können, okay, wir sägen diesen Lichtleiter hier ab, kleben die Lichtleiter hier hinein, wenn wir sie hier absägen, kleben sie hinein und da dahinter kleben wir die LED hin, dass wir den Lichtwechsel rot und weiß haben. Das allerdings war jetzt auch schon wieder einen solchen Eingriff in eine solche Lokomotive, wollte ich einfach jetzt nicht machen. Wenn es ein kleineres, ein billigeres Modell gewesen wäre, ja, okay, dann kann man sowas machen. Aber irgendwo ist ja auch der Kompromiss immer zwischen, ich erhalte irgendwie ein Modell oder ich mache irgendwie was komplett Neues. Deswegen machen wir jetzt den Kompromiss. Wir bauen in diese Lokomotive wieder diesen Lichtleiter ein, machen dafür nur weiße LEDs hinein. Ich habe hier eine ausgesucht, die zeige ich euch nachher. Ist etwas zu grell, müssen wir relativ stark dimmen, aber mit dieser LED habe ich in verschiedenen Projekten eine sehr gute Erfahrung schon gemacht. Und diese LED hier, die werden wir wieder treffen in einem nächsten Video. Fragt bitte nicht, wann das Video erscheinen wird, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, hier liegt schon das Gehäuse aufgemacht von einer BR111 und hier passt nämlich zufällig ganz exakt die LED hinein. Also die LED begegnet uns wieder, wir werden es auch nochmal durchführen mit dieser LED. Keine Sorge, ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und jetzt geht der Umbau bei dieser Lokomotive los mit dieser LED. Auf beiden Seiten haben wir also dann bei dem deutschen Krokodil weiß und kein Rot, weil es, wie gesagt, mit diesem Lichtleiter hier ein bisschen schwierig wird, das zu trennen, ohne den Lichtleiter zu zerstören. Und dann wechselt halt das Licht, so je nachdem, wie die Lokomotive fährt. Und da bei dieser Lokomotive bei uns eh hinten ein Güterzug hängen wird, ist es nicht so schlimm, wenn die eine Seite dunkel bleibt und eben kein rotes Licht auf den Güterzug scheint. Meine Güte, langer Monolog, jetzt geht's aber in die Praxis. Das erste, was man sieht, ist, dass hier diese Glühbirne noch da ist und da davor hängt noch sogar ein schwarzes Blättchen, damit das Licht nicht nach hinten durchscheint. Das nehmen wir einmal ab. Und um, wie gesagt, relativ wenig an der Lokomotive auch zu zerstören, ziehen wir einfach mal, machen wir es vielleicht mit einer Pinzette, dass es etwas fachmännisch aussieht, und ich scheitere daran, ziehen wir einfach mal hier das Birnchen ab und wir sehen, dann gibt es, wenn die Kamera das fokussieren würde, oh je, muss ich die Hand noch dahinter halten, dann ist es vielleicht ein bisschen besser, genau, ihr seht, da sind zwei Stifte, wo genau diese Lampe drin gestickt ist. Das möchte ich eigentlich weitgehend auch erhalten. Das heißt, wir werden auch hier nachher unser Kabel vom Decoder anschließen. Wir werden hier auch einen Vorwiderstand anschließen. Und das heißt für unsere LED, dass wir hier zwei Beinchen anschließen müssen, dass es genau nämlich in diese Steckleiste hineinpasst. Warum ist bei dieser LED hier noch eine Schicht, eine Metallschicht? Das hier ist wohl Plus, das hier ist wohl Minus oder auch umgekehrt, ich muss das noch messen. Warum in der Mitte aber auch ein Anschluss? Das in der Mitte ist kein Anschluss, sondern das ist eigentlich der Platz, wo der Kühlkörper drauf gehört. Die LED ist unsagbar hell. Viel zu hell für unsere Lokomotive auch. Deswegen werden wir ihr einen Widerstand berechnen müssen. Das machen wir auch gleich noch, damit die Lampe nicht so furchtbar hell leuchtet. Würde ich sie, ich glaube,
Ich schaue gleich nochmal nach, ich meine aber, sie würde 3 Volt brauchen. Würden wir jetzt die LED mit voller 3 Volt beschalten, dann bräuchten wir in der Tat hier hinten wirklich einen Kühlkörper, weil die LED, selbst die LED, wird dann recht warm und würde uns dann auch relativ schnell durchbrennen. Deswegen also einen Widerstand wählen, damit die LED nur 50% Leistung abgeben muss. Die LED wird nicht warm, braucht keinen Kühlkörper und hebt uns ewig in der Lokomotive. So der Plan. Aber ihr habt ja vorher schon gehört, mit Plänen ist es manchmal nicht so ganz einfach. Aber wir hoffen, dass dieser Plan funktioniert. Also wir berechnen mal den Widerstand. So, ich habe mal den Vorwiderstand berechnet. Wenn wir von 19 Volt Spannung auf unserer Modellbahn ausgehen und wir haben eine LED-Durchlassspannung von 4 Volt, wobei die hier eigentlich ja sogar 3 Volt hat, dann brauchen wir einen Vorwiderstand von 888,9 Ohm. Die nächste Größe wäre 910 Ohm. Das heißt, wir nehmen einfach hier für diese Beleuchtung einen Widerstand von 1 Kiloohm. Dann wird sie nicht ganz so warm. Wir müssen jetzt natürlich das aber ausprobieren, erstmal nachher. Wie leuchtet sie tatsächlich vorne? Wie sieht es aus, wenn das Chassis drauf ist? Wie warm wird sie dann mit dem tatsächlich? Ich vermute, dass wir irgendwo nachher bei 1500 Ohm, also 1,5 Kiloohm, irgendwo um den Dreh uns einpendeln werden. Das schauen wir dann aber gleich. Jetzt schließen wir mal die LED an den Trafo an, damit wir sehen, wo Plus und Minus ist. Ihr seht mal, wie hell das Ding ist. Vermutlich wird es die ganze Kamera überstrahlen. Und dann schauen wir mal, wie wir es anlöten. So, und wie man jetzt sieht, ist die LED hier an Plus angeschlossen. Jetzt kommt Minus noch dazu, wenn ich es hinkriege, und ihr seht es in der Kamera. Also das ist jetzt hier 2,6 Volt, schon relativ viel. Jetzt fahren wir mal auf 3 Volt hoch. Das sollte noch funktionieren. Also schließen wir sie hier kurz nochmal an. Ob es jetzt scharf ist oder nicht, ist gerade ein bisschen egal. Also ihr seht, es ist ein sehr, sehr helles Licht, aber kein kaltweißes Licht, sondern wirklich ein glaubhaftes Licht, was in der Lokomotive sein könnte. Ich markiere hier mit einem Bleistift noch schnell die Plusseite, dass das nachher klar ist, wo Plus ist. Und dann nehme ich als nächstes einen Standardwiderstand, der jetzt 1 Kiloohm hat. Werde jetzt hier die jeweiligen 2 Seiten kürzen. Auch wenn ich es nicht in der Kamera mache, ist es ja nichts Spektakuläres, wie man das kürzen kann. Wird, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. So, jetzt haben wir hier den also gekürzt und hier haben wir jetzt die 2 Beinchen. Die Beinchen werfen wir jetzt nicht weg, denn praktischerweise passen diese Beinchen von der Dicke her in etwa zu den Beinchen, was mal hier die Birne war. Und deswegen kann ich jetzt hier also die Beinchen in die Aufnahme des Krokodils hineinstecken. Das kann also jetzt schon mal eine Halterung sein für unsere LED. Und genau das machen wir jetzt. Wir löten jetzt diese Beinchen hier an die LED an und haben dann eine wunderbare Steckverbindung, die LED nachher ohne großen Umbau des Originals hier verwenden zu können. Vorher ist es aber noch zu empfehlen, dass wir erstmal das alte Kabel, wir können es vielleicht gleich nochmal gebrauchen, aber wir löten es erstmal vorsichtig und sachgemäß ab. So, dann kann nämlich als nächstes hier der Widerstand seinen Platz finden. Mal mit 1 Kiloohm, dann vergessen wir den nachher schon mal nicht. Und jetzt wird die LED angelötet. Um das jetzt durchzuführen, kann man sich zum Beispiel einer dritten Hand bedienen. Und das erste, was ich auch mache, völlig unspektakulär, auf beiden Seiten, hier bin ich jetzt gerade auf der Plusseite der LED, einfach mal ein bisschen Lötzinn auftragen. Man sollte dabei achten, dass die Temperatur des Lötkolbens ungefähr bei 300 Grad liegt. Weil alles andere würde die LED zerstören.
So, da haben wir also jetzt die LED uns fertig gemacht. Hinten, wie gesagt, einfach zusammengelötet an den Rest vom Widerstand. Und jetzt biegen wir das dementsprechend, dass es vorne an die Lokomotive passt. So, die eine Seite, wie man sieht, haben wir jetzt verkabelt. Ein bisschen mehr Licht drauf. Das heißt, wir haben einfach zwei Drähte, die von den Widerständen genommen, an eine LED herangelötet und so, dass man es einfach bloß hier stecken kann, dass auch hier das schwarze Schutzschild noch hinpasst. Dieser hier, na, bin etwas raus, dieser hier. Und jetzt bauen wir es einfach mal ein ins Gehäuse, wo hier auch wieder dieser Lichtleiter drin ist. Und dann schauen wir mal uns auf dem Gleis an, wie es denn dann wirklich von der Helligkeit her aussieht. Vor dem Zusammenschrauben der Lokomotive, um es zu testen, könnte aber vielleicht auch eine gute Möglichkeit sein, dass man vielleicht die Käbelchen hier noch anschließen muss, damit die Lampe auch wirklich Strom bekommt. Hm? Warum sagt ihr nichts? Ich mache und ihr sagt einfach nichts. Okay, also wir müssen es jetzt kurz anlöten. Blau ist bei ESU immer der gemeinsame Pluspol. Und dann muss ich kurz schauen, ob ich jetzt gelb oder weiß für hier vorne nehme. Wobei bei dieser Lokomotive, da es kein Rotlicht gibt, da jetzt das nicht unbedingt so wichtig ist, weil ich auch in der Programmierung vom Decoder natürlich sagen kann, tausche gelb und weiß einfach um mit der Fahrtrichtung. Das passt dann schon. So, jetzt haben wir es mal angeschlossen, wie es sich mal kurz provisorisch gehört. Blau ist hier mit dem Widerstand versehen. Gelb ist jetzt an der Lampe angeschlossen. Direkt der 1 Kilo Ohm Widerstand soll jetzt hoffentlich die Lampe schwach genug machen. Wenn nicht, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das zeige ich euch aber dann beim Programmieren, dass wir die Lampe noch ein bisschen abdimmen und zum Beispiel mit einer F-Taste, mit einer Funktionstaste, zum Beispiel dann die Lampe wieder heller machen, dass wir zum Beispiel ein Fernlicht in der Lokomotive haben. Also auch das wäre zum Beispiel möglich und denkbar. Das schauen wir uns aber nachher noch an. Dann machen wir uns das Gehäuse drauf und die Lokomotive kommt endlich auf ihr Gleis. So, aus filmtechnischen Gründen jetzt doch nicht aufs Gleis, sondern einfach mit dem ESU-Lok-Programm kurz per Krokodilsklemmen verbunden. Beim Krokodil, was für ein Wortspiel. Und ich schalte jetzt mal schnell das Licht ein. Es ist noch überhaupt nicht programmiert, aber ich finde, es ist warmweiß das Licht und es ist eigentlich von der Helligkeit her okay erstmal. Das heißt, wir können nachher immer noch ein bisschen mit der Helligkeit über die Software spielen, aber der 1 Kilo Ohm Widerstand ist für mich absolut in Ordnung. Das heißt, wir machen das auch auf der zweiten Seite kurz so und wir schrauben dann die Lokomotive erstmal wieder grob zusammen. Andere Lichter wie die Fahrkabinenlichter und so, die kommen dann erst später. Da muss man sich das Modell nochmal im zusammengeschraubten Zustand anschauen, ob das Sinn macht, da dann den Motor anzuleuchten oder ob man dann aus Pappe vielleicht noch ein Gehäuse einbaut, dass das nicht alles so der Motor bloß angestrahlt wird. Also jetzt erstmal die Frontlichter und dann geht es gleich weiter. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite des Krokodils und wir wollen natürlich auch hier einen Widerstand einlöten, aber wie ihr seht, ist es hier ziemlich eng. Das ist zwar alles hier, dreht sich. Das heißt, wenn wir es einmal hier richtig einlöten, bleibt es starr natürlich hier drin. Das Kabel, das hier dran ist, würde ich jetzt auch dran lassen, weil das würde ich jetzt zum anderen Licht und zum Decoder rüberfahren. Für das blaue Kabel, also den gemeinsamen Pluspol, braucht man eigentlich irgendwo in der Mitte der Lokomotive eine Platine, wo eine Verteilerplatine, eine Verteilerfunktion dann hat. Das müssen wir dann im Nachgang noch machen. Also ich sehe schon, es wird ein Teil 4 auch geben, weil wir wahrscheinlich auch über die Sonderlichtfunktion dann im Wagen oder im Gehäuseinnere oder so sprechen müssen. Plus natürlich noch die Sonderfolge mit Rot- und weißer Beleuchtung. Also es kommt in nächster Zeit noch einiges an Videos und ich sag's gleich, bitte nicht fragen wann, sobald es fertig ist, kommt es. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob wir den Widerstand dann irgendwie so hochkant hier reinmachen. Das schaue ich mir jetzt kurz in Ruhe an und dann machen wir vorne wieder die LED hin.
Und dann gibt es den nächsten Funktionstest. So, wir haben also jetzt einiges hier angeschlossen und gemacht. Schieben wir es nochmal ein bisschen in die Mitte. Das Licht wird nicht besser. Also machen wir mal die Lokomotive den Strom an. Wir sehen, vorne leuchtet jetzt ein Licht. Auf der Seite hier leuchtet es auch. Vielleicht müssen wir das Licht ausmachen, dass man es besser sieht. Jawohl. Also auf beiden Seiten haben wir jetzt ein schönes weißes Licht. Wie gesagt, mit einem Kilo oben abgesichert. Das müssen wir uns dann noch anschauen, wie die Helligkeit nachher auf der Anlage dann ist im Dunkeln, wenn die Lokomotive einmal fährt. Gut, wie haben wir es denn angeschlossen? Wir haben hier den 1 Kilo Ohm Widerstand stehend hingestellt. Hier unten laufen die Kabel jetzt, die können wir gleich noch sauber verlegen. Einmal das quasi blaue Kabel, also der gemeinsame Plus. Hier ist dann jetzt offenbar erstmal mein Verteiler. Muss man später schauen, ob man hier nochmal im Teil 4 auch nochmal einen Verteiler einbaut, falls man noch mehr Lichter einbauen. Wir haben ja hier noch ein paar Ausgänge übrig. Ansonsten läuft das gelbe Kabel, der Minuspol hier zum weißen Kabel des Decoders. Die Fahrtrichtung passt auch, habe ich auch schon geprüft. Das heißt, wenn die Lokomotive in diese Richtung fährt, dann leuchtet dieses Licht. Und wenn die Lok in die Richtung fährt, leuchtet hier hinten dieses Licht. Das heißt, hier müssen wir auch nichts ändern. Das ist alles schon richtig verdrahtet. Jetzt wird hier der Schrumpfschlauch noch kurz richtig festgemacht. Und dass sich auch wirklich das abisoliert. Und dann schraube ich die Lokomotive zusammen. Dann kommt sie auf das Gleis oder vielleicht auch noch nicht aufs Gleis. Und dann programmieren wir es kurz, dass vielleicht das Licht, wenn man es anmacht, sanft auf- und abblendet. Das finde ich immer ganz nett, auch wenn es nicht ganz der Realität vielleicht entspricht. Und dann wollen wir vielleicht noch schauen, ob wir tatsächlich das Licht etwas dimmen und dann das helle Licht als Fernlicht verwenden. So, unser Krokodil ist nun wieder zusammengesetzt, größtenteils jedenfalls, und leuchtet auch in beide Richtungen. Achtung, die Kamera wackelt jetzt ein bisschen, jedenfalls muss ich jetzt hier kurz mit der anderen Hand die Fahrtrichtung umkehren. So, dann schauen wir uns mal an, was wir in ESU einstellen, damit wir vielleicht die Helligkeit der LED ein kleines bisschen noch dimmen und ein Fernlicht bekommen. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Gut, dann sind wir jetzt hier im ESU-Programm, im Lokprogrammer-Programm, und wir sehen, dass wir zwei Dinge tun müssen. Einmal möchte ich hier die Adresse ändern, die Lokadresse auf 254, weil es halt auch die Baureihe 254 ist. Und zum anderen wird er automatisch auch gleich die Firmware updaten. Die muss nämlich von 5.315 auf 5.328 abgedatet werden. Das macht er jetzt noch gleich mit. Und dann kommen vermutlich einige Verbesserungen in den Decoder mit hinein. Und dann wollen wir gleich auf die Funktionsausgänge gehen. Wie gesagt, wir haben jetzt nur Licht angeschlossen. Weitere Funktionsausgänge müssen wir prüfen, was wir überhaupt reinbauen können. Ob das überhaupt gut aussieht, wenn man in der Fahrerkabine die Motoren oder den Motor sieht und die Kabel und die Decoder. Und wir das auch noch zusätzlich beleuchten. Das werden wir uns dann anschauen müssen. Also jetzt lassen wir mal die Firmware aktualisieren und jetzt schreibt er die Adresse 254 in den Decoder hinein und die anderen Punkte, die wir schon eingestellt haben, beim letzten Mal natürlich auch wieder. So, das hat er jetzt gemacht und jetzt gehen wir auf die Funktionsausgänge und wir sehen, Licht vorne ist auf dimmbares Licht eingestellt. Wir könnten auch dimmbares Licht ein- und ausblenden machen und hier könnten wir jetzt mal zum Beispiel die Helligkeit etwas herunterdrehen. Das könnten wir jetzt hier auch mal kurz machen. Wir schauen uns mal an, wie viel Prozent haben wir? 13, 13,
Ach, machen wir 15, die Hälfte vielleicht. Oder annähernd die Hälfte. Wir müssen den LED-Modus verwenden, weil es ja LEDs sind, die angeschlossen sind. Und jetzt könnten wir noch sagen, dass wir den Modus hier auch als dimmbares Licht wollen, aber mit voller Helligkeit. Und da müssen wir dann nachher Funktionstasten dafür noch belegen. Also tippen wir hier zum Beispiel ein Fernlicht und hier auch Fernlicht. Es gibt keine Verzögerung beim Ein- und Ausschalten. Genau. So, dann übertragen wir das kurz in die Lokomotive, wie dann jetzt das gedimmte Fahrlicht aussieht. Okay, er hat es übertragen. Dann gehen wir jetzt mal in den Lokführerstand. So, sagen Go. Und wie man jetzt vielleicht auf dem Bild sieht, also ich finde, die Helligkeit ist absolut ausreichend. Jetzt müsste man halt das Fernlicht programmieren und dafür wäre jetzt zum Beispiel F27 noch zur Verfügung. Also gehen wir mal rüber in den Decoder. Und sagen, dass wir das in den Funktionszuordnungen machen. Dann sehen wir hier, F27 wird nicht verwendet. Halt, hier müssen wir runterscrollen, F27 an. Ausgänge wäre Licht vorne. Ach ja, genau, bevor wir zum Rückwärts müssen wir das natürlich noch definieren. Jetzt muss ich schauen, ob es hier überhaupt geht. Ich glaube, dass geht hier hinten nicht mehr. Lok fährt, ja, Richtung vorwärts. Und dann wäre F27 glaube, das muss auf Ignorieren stehen, oder? Nein, F27 muss an sein. Genau. Dann haben wir Licht vorne, Fernlicht. Und ansonsten haben wir nochmal, wenn die Lok fährt. Ja. Ja, wobei muss sie unbedingt fahren. Eigentlich kann man auch Fernlicht im Bahnhof geben. Also Fahrt würde ich jetzt als Kriterium nochmal hier rausnehmen. Jetzt fährt sie rückwärts. Und der Funktionsbaustein F27 wird gedrückt. Dann wäre schön Licht hinten Fernlicht. So, keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir übertragen es mal. Wir schauen jetzt mal hier zur Lokomotive, ich gehe in den Führerstand nochmal hinein, drücke nochmal auf Go, das Licht leuchtet. Und wenn ich jetzt F27 drücke, passiert nicht wirklich was. Auch wenn die Lok ein bisschen fährt, passiert nichts. Das werden wir uns jetzt nochmal kurz
anschauen müssen oder der Helligkeitsunterschied ist nicht groß genug. Also gehen wir erstmal nochmal in den Decoder hinein. Funktionsausgänge. Licht vorne machen wir mal ganz dunkel. Irgendwie so 2%. Bei Licht hinten machen wir das auch mal. Schreiben das mal schnell in die Lokomotive. So nähern wir uns mal mit Try and Error an das Problem heran. Gehen nochmal in den Führerstand. Also selbst hier ist das Licht eigentlich noch ziemlich okay. Aber mit F27 passiert nichts. Okay, wir lassen aber mal die Helligkeitseinstellung so drin. Gehen nochmal in die Funktionszuordnung. Und sagen einfach auch mal hier alles ignorieren und sagen mit F27 ohne Bedingungen. Ach, bei F2 stand aus drin. War jetzt aber hier okay, nur bei einem. Und sagen, er soll einfach beide Lampen heller schalten. Schauen wir mal, ob das wenigstens funktioniert. Und wenn nicht, dann müssen wir tatsächlich noch mal etwas Hirnschmalz hineinstecken. Vielleicht ist auch hier sonst bei der beim Fernlicht hier irgendwas vergessen worden, aber ich sehe nicht was. Gehen in den Führerstand, sagen okay, Licht leuchtet, wir drücken F27 und es tut sich nichts. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal kurz schauen, wo das Problem liegt und wir machen es gleich zusammen weiter. So, jetzt haben wir das Problem lösen können. Und zwar ist es nun wie folgt. Also wir haben nach wie vor Licht vorne, Licht hinten, auf, je nach Fahrtrichtung auf F0 gelegt. Und jetzt haben wir hier auf F27 nun mal zum Testen Licht hinten. Vielleicht geht auch noch Fernlicht vorne, das testen wir gleich nochmal. Was wichtig dabei ist, dass man hier das dimmbare Abblendlicht mit auswählt. Nur dann habe ich die Möglichkeit, F0 Licht quasi mit einem Override zu versehen. Dann spielen wir das Ganze auf den Decoder rüber. Schreiben, schreiben, schreiben. Und wir können gleich noch, damit wir das nicht vergessen, unter den Informationen, unter Funktionen F27 mit der Funktionstaste hier vielleicht als Fernlicht machen. Weiß nicht, ob das was bringt, wenn man das auch nochmal überträgt. Wir haben es auf jeden Fall auch jetzt ohne Übertragung hätten wir es im Führerstand drin. So, und wenn ich jetzt hier F7, halt, ich muss auf Go gehen, also jetzt sieht man, jetzt leuchtet das Licht. Und wenn ich jetzt F27 einschalte, dann geht das Fernlicht an. Allerdings auf beiden Seiten, das ist also noch nicht das, was wir wollen. Aber wir sehen, das normale Standlicht wird jetzt heller und dunkler. Ich weiß nicht, sieht man es in der Kamera? Ich hoffe doch etwas. Also vertraut mir, es wird heller und dunkler. Deswegen gehen wir nochmal in den Decoder hinein. Und schauen nochmal, ob wir bei vorwärts müssen wir vielleicht auch Fernlicht vorne und bei rückwärts Fernlicht hinten. Das wäre noch das Einzige, was ich mir jetzt überlegen könnte, ob dann das Fernlicht auch richtungsabhängig mit an und mit ausgeht. Das schauen wir uns kurz im Führerstand an. Licht leuchtet. Ich mache F27. Nein, es geht auf beiden Seiten wieder mit an und mit aus. Also da muss man noch ein bisschen tüfteln, wie das dann zu funktionieren hat. Jetzt ist es erstmal auf jeden Fall gut. Ich kann hier mit F27 das Fernlicht steuern. Dann gehen wir nochmal in den Decoder und
das hier machen wir noch mal rückgängig. Dann müssen wir es einfach, genau, dann müssen wir einfach uns hier anschauen bei F27. Müssen wir vielleicht noch F28 mit in Beschlag nehmen, dass eins für Vorwärtsfahrt, eins für Rückwärtsfahrt ist. Beziehungsweise ich kann sagen F27 Richtung vorwärts. So wird vielleicht jetzt ein Schuh draus. Dann soll Licht vorne angehen, das Fernlicht. Und ich kann ja hier nochmal sagen, Richtung Rück, na, hat er nicht gefressen, Richtung rückwärts, dafür bin ich hier verschoben, rückwärts, und das regeln wir auch über die F27, und dann soll das Licht hinten Fernlicht angehen. Es muss allerdings auch dimmbar sein. So, wir experimentieren das einfach zusammen. Dann sieht man, das übrigens ist nur die Einstellung für den Lokpiloten 5 hier, beziehungsweise für den Lok Sound 5. Beim Lokpilot 4 ist es alles noch ein bisschen anders. Das habe ich ja, glaube ich, im Projekt mit der Straßenbahn gezeigt, wie man dann hier zum Beispiel ein Bremslicht macht. Da war das alles irgendwie für mich auch irgendwie klarer nachzuvollziehen. Aber man fuchst sich ja rein. Wir gehen in den Lokführerstand. Das Licht leuchtet. Jetzt sage ich F27. Und auf der anderen Seite passiert nichts. Und wenn ich jetzt die Richtung ändere, dann geht auf der anderen Seite das Fernlicht an und aus und auf der Seite bleibt alles dunkel. So wollten wir es eigentlich haben. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Geduld, bis wir jetzt mit dem dritten Teil online gegangen sind. Wie gesagt, die anderen Teile kommen dann, sobald sie fertig sind, und gerne ein Abo dalassen, einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Wir freuen uns sehr darüber. Wir lesen auch jeden Einzelnen. Wir beantworten auch meistens jeden Einzelnen, und das spornt uns an, in dieser Art und Weise weiterzumachen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.